Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Mein Name ist Nathalie und in diesem Video geht es endlich mal wieder um Hühner. Lange habe ich nicht mehr über Hühner gesprochen, aber jetzt ist es Zeit. Ich habe jetzt aber auch was zu zeigen, von daher ist es jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben vor einigen Wochen, ich glaube vor anderthalb Wochen ungefähr, unsere Brutmaschine angeschmissen, haben dort, auch das muss ich nochmal zählen, um die 40 Eier reingelegt. Und jetzt ist es an der Zeit zu schauen, welche von diesen Eiern befruchtet sind. Wie man eine Brutmaschine genau aufsetzt, was es dabei alles zu beachten gibt, darüber werde ich bestimmt auch nochmal ein Video machen. In diesem Video geht es wirklich darum, zu schauen, was ist in den Eiern drin. Wie viele Küken können wir erwarten zu diesem Zeitpunkt? Wie viele Eier sind unbefruchtet? Und natürlich auch die Eier, die unbefruchtet sind, die müssen jetzt raus aus der Brutmaschine, einfach um die Eier, die befruchtet sind, nicht zu gefährden. Ich entschuldige mich schon mal für das katastrophale Audio. Ich stehe hier im Keller und es hallt wie die Sau. Da müssen wir jetzt alle durch. Ich zeige euch jetzt als erstes mal, wo die Brutmaschine steht und so ganz grundsätzlich, wie sie aufgebaut ist. Lasst uns loslegen. So, hier hinten steht sie. Beachtet nicht das ganze Gerümpel, das da drumherum steht. Das ist unser Lagerraum im Keller. Und hier hatten wir eine kleine freie Ecke. Und hier stehen jetzt auch unsere ganzen Gartenstühle. Das heißt, das sind tatsächlich einfach unsere Gartenmöbel. Wir haben was gebraucht, was ein bisschen Luft von unten an die Brutmaschine ranlässt, weil die einfach von unten auch ein bisschen belüftet wird. Mit den Gartenstühlen hatten wir eine ganz gute Fläche, um die Brutmaschine einfach darauf abzusetzen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie sie aufgebaut ist. Zumindest, was man so von außen erklären kann. Ihr seht, die Brutmaschine hat insgesamt zwei Kabel. Das eine Kabel ist für einen Motor, der ist hier dran. Und das andere Kabel ist für die Heizspirale, das ist die hier. Und da kann man auch sehen, wie viel Grad es im Moment ist. Wir sind also bei 38,3 Grad Celsius. Das ist ganz perfekt. Ihr seht, die Brutmaschine ist aus Styropor. Das ist also eine ganz einfache Konstruktion. Und was da drin ist, ist im Prinzip, deswegen auch der Motor hier drüben, sind im Prinzip kleine Röllchen, auf denen die Eier liegen. Mal schauen, ob man das durchs Fenster sehen kann. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen. Ja, also man sieht jetzt hier zum Beispiel, hier ist eine von diesen Röllchen. Die Eier liegen da dazwischen und der Motor dreht eine kleine Stange, die dazwischen steckt, die also praktisch zwischen diesen Röllchen steckt. Ich weiß, das ist total schwierig zu beschreiben gerade. Und schiebt praktisch diesen ganzen Rost von vor und zurück und damit werden die Eier dann ein bisschen gedreht. Ganz langsam, also man kann es auch gar nicht sehen. Aber so funktioniert die Brutmaschine. Was wir die vergangenen Tage gemacht haben, und das muss tatsächlich jeden Tag gemacht werden, ist, dass diese Brutmaschine einmal gelüftet wird. Man macht sie also auf für ungefähr 10 Minuten. Es ist auch ganz wichtig, dass es nicht zu lange ist, also 10 Minuten, 15 Minuten, das ist alles in Ordnung. Einmal pro Tag machen wir diese Brutmaschine auf. Das heißt, wir nehmen den Deckel ab und stellen den einfach an die Seite, lassen die Eier ein bisschen belüften, lassen frische Luft in die Box rein. Ungefähr für 10 Minuten bleibt sie offen und dann wird sie wieder zugemacht. In der Zeit, in der wir sie offen haben, gehen wir her und drehen die Eier, beziehungsweise drehen ist falsch, weil sie werden ja schon durch diesen beweglichen Rost gedreht. Aber wir legen die Eier, die in der Mitte sind, nach außen und die, die außen sind, in die Mitte, um einfach eine Differenz zwischen innen und außen auszugleichen. Wechseln wir einfach die Position von den Eiern. Ihr hört im Hintergrund ja dieses Klackern so ein bisschen, das ist der Motor, der sich dreht. Der Motor, hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen beschrieben, hat praktisch eine Achse, die sich dreht und die steckt man zwischen die ersten beiden Röllchen, auf denen die Eier liegen und damit wird diese ganze Röllchenplatte, dieser ganze Rost, auf dem die Eier liegen, vor und zurück bewegt und dadurch, dass die Eier ja auf diesen Röllchen liegen, werden sie durch die Bewegung gedreht. Okay, kommen wir mal kurz zum Schieren. Also, um in ein Ei reingucken zu können, braucht ihr eine Lampe, die sehr hell ist und nicht heiß wird. Das ist ganz wichtig, weil das Ei darf auf gar keinen Fall heiß werden, weil sonst natürlich der Embryo in irgendeiner Form Schaden nimmt. Wir haben uns eine gebaut, das heißt, das ist einfach nur ein Pappkarton und hier ist eine Lampe drin. Und genau zu sehen hat meine Mama die gebaut, schon ganz, ganz lange her ist das. Wir haben einen kleinen Anschalter dran und der geht hier ganz normal in die Steckdose. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, Lampen in Pappkartons zu stecken. Also die dürft ihr auf gar keinen Fall für irgendwas anderes benutzen. Nicht, dass das doch zu warm wird und abbrennt, seid da super vorsichtig. Oder kauft euch einfach eine ganz normale Schierlampe im Handel. Die gibt es bei Amazon und so weiter. Also das ist alles verfügbar, aber wir haben halt einfach kein Geld dafür ausgegeben, sondern uns selber was gebastelt. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an.
Okay, also das ist das Setup. Ich schaue jetzt mal kurz, ob alles funktioniert. Also ich habe hier meine Schierlampe mit meinem Einschalter. Also das klappt. Und jetzt werde ich die Kiste einfach öffnen und ein Ei nach dem anderen hier drauflegen. Ich mache dafür mal das Licht aus gleich, damit wir das einfach besser sehen. So, mal ganz kurz das allererste Ei hier drauflegen. Ja, ich muss definitiv das Licht ausmachen, sonst sieht man hier nichts. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Oh, das sieht relativ leer aus, meiner Meinung nach. Schauen, ob wir eins finden. Ah ja, so, hier sieht man jetzt, glaube ich, ganz gut den Unterschied. Ich komme mal ein bisschen näher ran mit der Kamera. So, ich mache jetzt das Gleiche nochmal. Also, hier ist das Ei, das ich eben drauf hatte. Und ihr seht, das leuchtet wirklich richtig, richtig hell. Und jetzt tausche ich das gegen das zweite Ei. Und ihr seht wirklich den Unterschied. Ihr seht auch jetzt hier schon, dass sich hier so eine ganz scharfe Kante gebildet hat. Das heißt, dieses Ei ist tatsächlich befruchtet und aus diesem Ei wird sehr wahrscheinlich ein Küken schlüpfen. Also hier nochmal der Vergleich. Unbefruchtet, sieht aus wie eine Glühlampe, leuchtet richtig hell und der ganze Eikörper ist ausgeleuchtet. Und befruchtet. Also das Ei absorbiert das meiste vom Licht und erscheint deswegen super dunkel. Also soweit 50-50. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das hier ist auch dunkel. Wir haben also ein zweites, das befruchtet ist. Das ist auch definitiv befruchtet. Das ist auch befruchtet. Oh, hier kann man es auch schön sehen. Ja, ihr seht also, wie sich hier was tut. Hier sieht man sogar ein bisschen mehr, diesen schwarzen Fleck. Jawohl, definitiv befruchtet. Definitiv befruchtet. Also bisher habe ich nur ein einziges Ei gefunden, das nicht befruchtet ist. Befruchtet, definitiv. Oh je, oh je. Ich sehe schon, wir werden einiges an. Und das hier ist nicht befruchtet. Also eine zweite Glühbirne haben wir hier. Das hat wohl mal angefangen. Man sieht so ein bisschen, dass sich was entwickelt hatte. Aber es ist nicht ganz so dunkel, wie es jetzt eigentlich schon sein müsste. Also bei dem hier denke ich, ist das Küken irgendwann mal abgestorben. Also ihr seht, es hatte sich mal irgendwas entwickelt. Aber es ist trotzdem noch alles relativ hell. Hier gibt es eine Ader oder vielleicht ist es auch ein Riss. Von außen sieht das Ei gut aus. Ja, also das hier ist auch nichts. Das hier ist auch, sage ich mal, fragwürdig. Da ist was drin. Die Frage ist, aber es ist sehr hell. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr hell. Ja, und das hier ist definitiv wieder befruchtet. Jetzt, wo ich fertig bin, mache ich die Brutmaschine schnell wieder zu. Ein ganz kurzer Blick hier rein, jetzt wo sie offen ist. Also ihr seht jetzt hier nochmal die Röllchen, auf denen die Eier drauf liegen. Und ihr seht sozusagen das Innenleben, also den Motor von innen mit dieser kleinen Achse, die sich hier dreht. Und hier eben die Heizspirale, die hier einmal um die ganze Brutmaschine rumgeht. Also das ist sozusagen das Innenleben von dem, was ich euch eben von außen gezeigt hatte. Okay, das sind deutlich mehr Eier befruchtet, als ich gedacht habe. Ich hatte mit einer Quote von etwa 50% gehofft oder auf eine Quote von 50% gehofft und es sind deutlich mehr. Also ich würde sagen, 80% der Eier sind befruchtet von diesen 40, die hier drin sind. Und das, also es kann natürlich sein, dass noch einige Küken über die Dauer jetzt absterben, also dass nicht aus all diesen 80% der befruchteten Eier tatsächlich Küken rauskommen. Aber wenn sie erstmal so weit sind, dann ist es schon recht wahrscheinlich, dass eine große Anzahl von den Küken überlebt, die jetzt sich hier deutlich gezeigt haben. Es gab ein, zwei Eier, die nicht so ganz klar waren, wo man nicht genau weiß, befruchtet oder nicht oder irgendwie befruchtet. Man sieht was, aber nicht so ganz viel wie bei den anderen. Aber sie leuchten auch nicht ganz auf wie diese Glühbirneneier, die wir jetzt hier hatten. Die bekommen mit einem Bleistift ein kleines Fragezeichen drauf und werden dann in 3-4 Tagen nochmal geschiert, also nochmal durchleuchtet.
Und dann werden wir tatsächlich da eine Entscheidung treffen. Bleiben die hier drin oder kommen die raus? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich liebe ja solche Sachen wie das hier, also Küken ausbrüten. Man sieht richtig was, man kann den Kindern richtig was zeigen. Und ach ja, es ist irgendwie, auch wenn man erwachsen ist, man findet Küken halt trotzdem immer noch super süß. Ich werde ganz sicher ein Update filmen, wenn die Küken denn dann schlüpfen. Das ist ungefähr das ist ziemlich genau nach 21 Tagen der Fall. Also wenn man sie in die Brutmaschine gibt und dann eben 21 Tage hier ganz fleißig, jeden Tag lüftet, schaut, dass die Temperatur konstant bleibt und diese ganzen Sachen richtig gut erfüllt, sollte es 21 Tage bei Hühnereiern dauern, bis dann die Küken schlüpfen. Wenn es soweit ist, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Wie immer gilt auf meinem Kanal, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr Tipps habt, die ihr teilen wollt, die vielleicht irgendwas, was ich vergessen habe zu erzählen, schreibt es unter das Video. Das ist ganz, ganz wichtig. Falls Leute dieses Video gucken, mit dem Plan, selber eine Brutmaschine aufzusetzen, beziehungsweise selber die Eier zu schieren und ich habe vielleicht irgendwas vergessen zu erwähnen, warum auch immer, ihr habt es bemerkt, dann schreibt es unten in das Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!